Okay. Also ich habe nirgendwo noch nichts, kein Charakter erstellt. Die Lautstärke hat sich jetzt ein bisschen mal hochgesetzt. Du musst ja das noch passen, oder? Machst du gleich noch einen Ticken leiser. Ja, sollte es auf jeden Fall passen. Dann gehen wir einfach mal hier in den Status, in den Gut rein. Ich hab keine Ahnung. Okay. Wir können jetzt eine Klasse auswählen. Als einmal Krieger. Einmal Magier. Kampfkünstlerin. Kampfkünstler. Schon mal geil aufbereitet. Kanonier. Ja, okay. Also noch als Frau. Okay. Die Charakter. Ja, ja. Und Assassine. Ich würde eigentlich gerne als Magier gehen, aber es gibt es scheinbar nur als weiblich. Anpassen. Kann ich auch das Geschlecht ändern? Okay, ich kann das Geschlecht nicht ändern. Dann müssen wir jetzt entscheiden, gehen wir als Krieger oder als Kampfkünstler? Wir gehen als Kampfkünstler. Wir gehen mal auf Anpassen. Maschallah. Also die Grafik ist schon... Okay, wir gehen mal auf das Gesicht. Was sieht denn mir am ähnlichsten? Das oder das? Ne, das ist glaube ich am besten. So, Frisur. Das ist zu kurz, das ist zu lang. Ja, das da passt glaube ich am besten. Mhm. Ja, der ist weiß, genauso wie ich, das passt. Make-up hätte ich gern keins. Das passt am besten zu mir. Entweder das oder da. Naja. Die oder die hier? Die hier, einer von den dreien. Die oder die? Die, komm. Genau so ein Swag wie ich. Ah, das ist nur der Hintergrund, okay. Okay. Dann machen wir doch mal Änderungen anwenden, oder? Bestätigen. Sehr cool. Paxen. Powerpass verfügbar. Powerpass.
Du hast keinen Pass, kannst daher keinen Pass benutzen. Okay. Warum steht denn da Powerpass verfügbar? Huch, was? Okay, nein. Dann bleiben wir bei dem Charakter hier. Aussehen ändern, Name ändern, Charakter löschen, Einstellungen. Ne, dann gehen wir mal hier drauf und gehen mal auf Starten, oder? Hauptcharakter, Paxnos. Passt, Stufe 1. Selber könnten wir jetzt noch wechseln. Den Hintergrund, Plätze tauschen. Ne, wir gehen mal auf Starten. Angriff mit links. Angriff mit Rechtsklick. Angriff mit links. Bewegen mit rechts. Ne, wir haben eine ganz normale Tastatur. Grundlegende Steuerung. Fähigkeiten. Q, A, E, R. Ja, okay. Aufnahme. Interagieren. Ja. Bewegung aufstehen. Angriff C. Okay. Lichtempfindlich oder Standard? Standard. Anfang. Ich habe keine Ahnung, was ich in diesem Game machen muss. Im ersten Schritt erinnert es mich irgendwie ein bisschen an Metin 2. Nur in deutlich moderner. Und hoffentlich auch besser gemacht. Aber ich bin mal gespannt. Nein. Das gucken wir uns an. Du willst also eine Geschichte über einen Kampfkünstler hören? Und ich nehme an, du bist es inzwischen leid, vom Großmeister zu hören, nicht wahr? Okay, hier eine gute. Einst gab es in Annika einen mittelmäßigen Kampfkünstler. Absolutes Mittelmaß. Doch eines Tages griffen Dämonen den Komplex seines Clans an. Sein Bruder starb, als er ihn vor dem Angriff des Dämonenanführers schützen wollte. Und er wurde nur verschont, weil er nicht als Bedrohung betrachtet wurde. An diesem Tag wurde sein Herz von der Rache verzehrt. Er widmete sein Leben einem Ziel, dem Training. Und zwar Tag und Nacht. Er war bereit. Eines Tages kamen der Dämon und seine Lakaien zurück. Und er stellte sich. Ganz allein. Er kämpfte. Wie ein Besessener. Und anders als im ersten Kampf, wurde keiner der schändlichen Kreaturen verschont. Und so endet die Geschichte. Oder vielleicht hat er in der Welt den Ruf einer neuen Herausforderung vernommen. Es gibt viele Unschuldige zu beschützen, viele Dämonen zu vernichten. Hey, Mäuschen. Sei gegrüßt. Das Schicksal hat euch hierher geführt. Willkommen am Rand der Welt. Trixion. Trixion. Folge nun dem Pfad des Lichts. Rechtsklick, um auf den Boden. Klicke rechts, um auf den Boden, um dich zu bewegen. Das ist kein WASD-Game.
Die Mächte des Chaos sind erneut auf dem Vormarsch. Die Archen haben einst die Welt vor den Dämonen gerettet. Wir brauchen sie erneut. Versucht, den Folianten der Prophezeiung zu öffnen. Er wird den Weg weisen, den dein Schicksal für dich bereithält. G. Nähere dich dem Folianten der Prophezeiung, drücke G, um ihn mit ihm zu interagieren. Kampfmönch. Kann nichts anderes auswählen, okay. AKR, Beweglichkeit, Verteidigung, Unterstützung, Reichweite. Okay. Euer Moin. Cool. Schon cool gemacht, das ist wirklich schon cool gemacht. Monsterbeschwören habe ich jetzt gemacht. Ulmemo. Oh, macht Spaß. Macht sehr viel Spaß. Das ist jetzt nur mal testen, nur ich teste hier gerade mal nur. Okay, okay. Schwören abbrechen. Dann machen wir Test beenden. Schädigen. Okay. Sehr cool. Macht jetzt schon mal Bock, also. Ich glaube, das wird nicht gut. Also, es wird gut in dem Sinne von. Fuck, Alter. Kampfmönch. Dies ist mein Schicksal. Ich kann nichts anderes wählen, also. Was soll ich denn da jetzt? Okay, cool. Drücke G. Nähere dich Beatrice und drücke G. Hallo Beatrice. Möge Regulus deinen gewählten Pfad segnen. Ja? Die Mächte der Dunkelheit werden immer stärker. Aber verzage nicht, mein Kind. Die Zukunft ist noch nicht entschieden. Folge deinem Schicksal. Kreuzung des Schicksals. Quest abgeschlossen. Verlassen. Geh. Du wirst jetzt deine ersten Schritte auf der Suche nach der Arche tun. Arkesias Zukunft liegt in deinen Händen. Ja? Das Licht der Welt darf nicht dem Chaos anheimfallen. Ich versuche mein Bestes. Die Säule des Lichts. Wir sollten lieber weiter. Hä? Gehen? Wohin? Alte Freunde treffen. Nach 500 Jahren des Wartens rufen uns die Sterne des Schicksals. Ah, jetzt passt der Untertitel wieder eben. Was? Komm wieder zurück, du alter Kauz! Eben wird der Untertitel nicht so gepasst, aber... Ach so. Trua ist eine vergessene uralte Stadt. Vergessenes Land Trua. Okay. Hey,
Beeilt euch, ihr Anfänger. Wir sind hier. Das bin ich. Nächster Stopp, Truhe. Das vergessene Land. Ast Ark. Okay.